So, Leute, willkommen zurück zu Gravity Rush. Oh yeah, das letzte Mal. Aber den ersten Teil der letzten Mini-Quest-Reihe. Es gibt übrigens immer nur zwei Missionen pro Kostüm quasi. Das heißt also, wir haben tatsächlich fast alles fertig. Warum ist hier ein riesiger leuchtender Pfeil? Egal, wir wollten noch diese Herausforderung machen, damit wir die nächste Sidequest starten können. Es ist wieder ein Zeitrennen. Alles Gleiche. Ich bin so verleitet, nochmal die ersten Rennen nachzuholen. Und ich glaube, vielleicht mache ich das mal offscreen oder so, wenn ich Lust habe, dass ich die ersten Rennen nachhole, um da vielleicht noch ein paar Kristalle abzuschrauben. Ja, mal gucken, ne? Besiege so viele Nähe wie möglich in der vorgegebenen Zeit. Das auch schon von Fein hört. Das Zeitlimit 3000 ist Gold. Alles klar. Okay. Nice. Erstmal richtig schön die falsche Taste gedrückt. Das war nicht, was ich wollte. Aber hey, Zeit verlängert. Boah. Upsala. Oh ja. Ah, das läuft ja schon richtig gut, Leute. So, und jetzt würde ich mir eine Restart-Taste wünschen. Weil wir am Anfang echt das Problem war. Ich halte gerade voll die Zelda-Steuerung drin, weil ich momentan privat Zelda spiele. Deswegen habe ich auch den falschen Move gedrückt. Ich wollte eigentlich springen und dann habe ich den Special Move da gemacht. Naja, mal gucken, wie viele Punkte wir doch bekommen. Ich rechne nicht mit allzu viel. Weil 3000 sehr machbar wirkt, tatsächlich. Und es ist immer noch... Ich greife diese Gegner da nie an, diese komischen Viecher. Das sieht nämlich aus, würde man ihnen voll in den Schritt treten. Und das tut ganz schön weh. Kann ich mir denken. Ah, das sieht so geil aus, da diesen orangenen Effekt. So, sind ganz schön vereinzelt nur die Nevi hier. Die Kurs verlassen. Sehr interessantes Design, da ist da... Ich stehe voll in einem Gegner drin. Ja, du hast den Kurs verlassen. Okay. So. Gut. Aber ich glaube, das ist auch sehr gut machbar. Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass wir es jetzt schaffen in dem Versuch, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt perfekt tatsächlich. Für den Move. So, zack, da hinten drauf. Und am besten da noch. So. Der wurde leider nicht getroffen, weil er seine Stachel nicht ausgefahren hat. So, jetzt aber. Bam! Sehr schön. Und nochmal die Zeit verlinkt. Was ist das denn für ein Vieh? Habe so eins jemals gesehen? Ich glaube nicht. Der hält doch ganz schön viel aus. Hoppala. Aber ich habe das Gefühl, dass der 4 Punkte bringen wird. Und wenn ich sich wieder so richtig schön vergeigen würde, gerade hier mit dem Movement. Der hat da unten einen drin. Wie soll ich da denn drankommen? So offensichtlich. Nee. Vergiss es. Das ist mir zu zeitintensiv hier. Bam. So. Heute über die, über den ich weiß, dass ich sie gut umklatschen kann. Da hätten wir den Z-Move, hätte ich jetzt gerade fast schon gesagt. Was ist los mit mir? Den Special-Move brauchen können. Ich will es schon... Ah, jetzt, okay. Ja, komm, 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 komm. Ja, ja. Gott, wie fällt der aus? Hallo, geht kaputt? Ah, holy shit. Und das war wieder der falsche Move. Leute, warum? Warum drücke ich die ganze Zeit Dreieck, wenn ich springen möchte? Das ist ja der Special-Move. Dafür, dass ich gerade so viele Fails habe, haben wir echt viele Punkte bisher schon. Noch, ja, noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Ja, Sache, mittlerweile sind wir so stark einfach, dass diese Zeitrennen eigentlich ganz gut machbar sein sollten. Guck mal hier. So ein armer kleiner Nevi, lohnt sich eigentlich gar nicht. Hoppala. So. Bam. Schön auf die Schale. So, also ich, das können wir eigentlich, das schaffen wir locker noch, sehe ich gerade. Noch über eine Minute Zeit und fehlen nur noch 80 Punkte. Und das trotz der gigantischen Fails. So, schön hier wieder in den Schritt treten. Ja, fertig, Gold. Oder ich habe mich verguckt, aber ich glaube nicht. Müsste eigentlich easy Gold sein. Das Schlimme ist, mein Gesicht juckt gerade und ich würde es mir sehr gerne kratzen.
Was aber nicht so gut ist, wenn wir gerade hier mit Zeitdruck arbeiten müssen. So, weil jetzt kommt wieder Kurs verlassen, was fällt dir ein? Obwohl du gerade noch einen Gegner gekickt hast. So, das wiederholt sich jetzt auch hier wieder, wie man sieht. Nur, dass sie jetzt etwas stärker sind, die Gegner. Aber juckt uns nicht, weil wir haben längst 3000. Moment. Wollen wir hier mal. Wobei, lohnt sich eigentlich nicht bei denen. Ah, verdammt. Nein. Wollte eigentlich nochmal meinen Special Move machen. Aber wenn er gleich eh wieder der andere da spawnt. Falls wir den überhaupt nochmal rauskriegen. Weil eigentlich ist es nicht mehr nötig, ne? Muss man mal dazu sagen, aber. So, komm. Stacheln einfahren, Kumpel. Danke. Was zum Teufel, Cat? Warum? So, jetzt aber. Okay, oh, das ist perfekt. Und einfach mal hinwerfen alles. Spenden auf den auch. Den da unten auch gerne. So. Ja, das war gut. Wenn ich gefühlt den hier kaum Schaden gemacht habe. Aber die waren auch, glaube ich, alle gerade mit einem roten Kern versehen. Interessant, die Gegner haben wir jetzt das erste Mal hier. Jetzt müssen wir auch die kaputt kriegen. Boah, hält das viel aus. Wahnsinn. Und das mit unserem stärksten Move. So. Ja, aber ich hoffe, dass unsere Zeit jetzt nicht immer länger wird, ne? Weil wir wollen ja mit mir weitermachen hier. Gold haben wir eigentlich schon, aber ich will jetzt auch nicht einfach aufhören. Einfach so allein schon der Neugier wegen. Hi, Kleiner. Wie super easy das war, obwohl wir die ganzen 1000 Millionen Fails hatten, gefühlt. Naja. Nehme ich gerne an. Die ganzen Juwelen, die es dafür gibt, nämlich. Hehe. Bam. Komm, umdrehen. Dankeschön. So, schnappen wir den uns noch. Bam, einfach reingegrätscht. So sieht's aus. Oder war es vielleicht 6000 und ich habe mich verguckt? Nee, oder? Es waren schon 3000, oder? Das wäre ein lustiger Fail. Wobei, selbst das könnten wir eigentlich noch gut hinkriegen, sogar. Wow! Bang! Ja. Wahrscheinlich sogar. Muss halt nur noch diese Viecher hier außen platt machen, dann sollten wir 6000 haben. Nicht, dass es relevant wäre. Ja, wobei nicht ganz. Oh, mein Gesicht duckt immer noch. Das ist furchtbar gerade. So. Naja. Schieß mich nur ab, du. Hab ich gar kein Problem mit. So, dann kriegen die jetzt hier nochmal. Schön die Packung. So, da unten. Den ja wieder auch, Kollege. Und die Zeit wurde wieder verlängert. So, aber den kriege ich jetzt garantiert nicht nochmal down. In der Zeit. Aber ich probiere es. So. Ups. Aber die Viecher werden wir bestimmt in der Hauptgeschichte auch noch demnächst mal sehen. Das ist ganz gut, dass wir schon mal wissen, wie wir die bekämpfen. So, haben wir den echt nochmal down gemacht. Wahnsinn, 7000 Punkte und Zeit verlängert. Ich will einfach nicht aufhören. Es ist zu verlockend. Und nochmal die Zeit verlängert. Werden wir jemals am Ende ankommen? Ich glaube schon, weil wir nach und nach immer ein bisschen Zeit verlieren. So. Ja, ich glaube, die ganzen Navy-Bekämpfungsherausforderungen kann ich jetzt mit dem Equipment, das ich habe, alle schon recht easy schaffen. Vor allem, weil die jetzt ja auch nicht mehr wirklich stärker werden. Wo? Da. Waren wieder voll aufs Gesicht. Wieder die Zeit verlängert. Hört auf, mir ständig die Zeit zu verlängern. Ich will doch nur mein Gesicht kratzen. Ist einfach wieder so. Okay, Leute, ist mir jetzt egal. Ich höre jetzt auf. Und das endet das hier niemals. Ich möchte jetzt wenigstens nach der Hälfte des Parts nochmal die Zeitquest schaffen. Starten, wie auch immer. Dumm die dumm, deswegen renne ich jetzt einfach hier rum. Und warte, bis die Zeit vorbei ist. Wir haben einfach jetzt schon. Wir hätten jetzt eigentlich easy noch ein drittes Mal Gold holen können, theoretisch.
Deswegen mache ich jetzt einfach so. Yay! Jetzt kommst du. Nein, hättest du noch 2 Punkte. Das sieht einfach super lustig aus. Hättest du noch 2 Punkte mehr gehabt, gäbe es das schwerste Achievement der Welt, was kein Mensch jemals erreicht hat. Oder so. Bam. Warte, dem will ich aber nochmal schön in die Eier treten hier vorher. Schade. Habe ich nicht mehr down bekommen. Ja, 3000 war. Das hätten wir jetzt. Das hätte ja ewig so weitergehen können. Wir haben jetzt nochmal eine Minute Zeit gehabt. Und kommen, in der Zeit wären wir halt immer wieder rumgekommen. Also. Ja, ne? Kann man machen. Ab zur nächsten Sidequest. Jo. Dann bitte. Also, was ist die nächste? Die letzte Sidequest im Spiel. Beginnen wir damit jetzt tatsächlich. Danach haben wir nur noch Hauptquests. Also, wir sind ja auch schon relativ weit. Meinen Informationen nach hat das Spiel um die. Irgendwas in den 20er Bereichen, kapitelmäßig. Wir sind ja schon bei 18, glaube ich. Nun gut. Wow! Und plumps. So. Wollen wir uns mal wieder zum Spezialtraining melden. Hi. Oh, ey, das war so angenehm, gerade mein Gesicht zu kratzen. Tut mir leid. Ja, zieh deine Uniform an. Ich schenke mir dabei etwas Wasser ein. Wenn es nicht stört. Jemand hat es in den Kommentaren geschrieben zum letzten Part, glaube ich. Diese Uniform ist an sich schrecklich designt. Aber Cat steht irgendwie alles. Cat, Seekatze hier. Ich komme auf Befehl des Commanders. Seekatze, du bist spät dran. Der Einsatz hat fast schon begonnen. Geh zur Kriegsschiffbrücke. Stimmt, Juri hat etwas von einer wichtigen Militäroperation gesagt. Okay, ich beeile mich. Komm, Dusty. Seekatze, wir haben nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dich ins Bild zu setzen. Die Quallen haben von ganz oben den Befehl erhalten, einen neuen Plan zu verfolgen und Navy für Forschung einzufangen. Und heute beginnen wir damit, diesen Plan umzusetzen. Navy einfangen? Was soll mit ihnen passieren? Waren das die Befehle, die ihr verwundeter Soldat gebracht hat? Seekatze, diese Befehle sind geheim. Halt deine Neugier im Zaum, Soldatin. Aber kann man die Navy überhaupt fangen? Unsere geheimen Forschungslabore haben einen Sammler entwickelt, der die Navy anlocken und einfangen kann. Dieser Einsatz dient auch als Test der neuen Technologie. Was danach mit der Navy passiert, ist Geheimsache. Ja, ja, sie lieben ihre kleinen Geheimnisse. Sagen Sie mir nur eins, wird dieser Plan dabei helfen, die Sicherheit Hexevilles zu gewährleisten? Natürlich, und du bist für den Einsatz unverzichtbar. Du musst helfen, das Kriegsschiff zu einem neuen das Kriegsschiff zu seinem Ziel zu bringen und es absichern, während der Sammler seine Arbeit macht. In Ordnung, ich verstehe zwar nicht, was das alles soll, aber ich werde mein Bestes tun. Seekatze, es steht uns nicht zu, Befehle in Frage zu stellen. Es tut mir so leid. Seewespe, Seekatze auf eurer Position. Die Operation beginnt in Kürze. Permit. Stromversorgung klar, die Stationen bereit. Lege die Flugroute fest. Wow, das war ein schneller Umschwung gerade. Schön, das Phantom der Tapferkeit. The Phantom of Bravery. Wozu sie die Navy brauchen. Tja, naja, wenn es in der Stadt nützt, ich werde meinen Teil beitragen. Verstanden, Stachel 1. Kurz zum Treffpunkt beibehalten. Gravitationsanomalie festgestellt. Alle Soldaten auf Gefechtsstationen. Jelly Mama, meine Steuerung reagiert nicht. Ich sinke. Jelly Mama, meine Steuerung ist nicht... Diese Steuerung, Leute. Stachel 1 bricht. No Johns. Soldat Noel Jones. Ich stürze ab! Was ist gerade passiert? Die Kommunikation mit Stachel 1 wurde unterbrochen. Commander, ich halte neue Informationen. Ein ungewöhnliches Gravitationsfeld wurde festgestellt. Und es ist größer als alles, was wir je gesehen haben. Die sieht auch aus wie so diese Klischee... wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Die halt immer die Durchsagen machen und so weiter. Und die Befehle, ich das Face, ne? Ein ungewöhnliches Gravitationsfeld? Danach sollten wir Ausschau halten, heißt das! Ja, es ist genau das, worauf wir gewartet haben. Permet, wie weit ist es vom Treffpunkt entfernt? Hey, ich will ja nicht stören, aber ein Pilot ist gerade abgestürzt. Ich werde nach ihm sehen. Seekatze, du hast keine Erlaubnis, deinen Posten zu verlassen. Die Mission hat Priorität. Was? Wie bitte? Wie kann eine Mission wichtiger sein als ein Menschenleben? Die Mission ist für die Sicherheit der Stadt von entscheidender Bedeutung. Es ist uns gelungen, den Ort eines Navy-Ausbruchs vorherzusagen. Noch eine so eine Chance bekommen wir vielleicht nicht.
Ich weiß schon, das könnte den einen Soldaten in Schwierigkeiten bringen, wenn wir jetzt den Soldaten helfen. Keck. Sicherheit? Was mit der Sicherheit ihrer Männer? Ist die Mission es denn wert, dass sie sterben? Das ist doch verrückt. Verlange nicht, dass du das verstehst. Die Mission ist entscheidend für Hexevilles Sicherheit. Ich habe dir einen Befehl gegeben. Bleib auf deinem Posten. Ich werde diesen Piloten retten. Seekarte, zurück auf deinen Posten. Immer wieder da oben spawnen. Okay, dann runter mit uns. Ja, Cat ist einfach keine Soldatin. Sie macht halt lieber ihr eigenes Ding. Schon, wer weiß schon, warum sie in der First Place es überhaupt erstmal abgelehnt hat, denen zu arbeiten. Bomb, wie wenig Gravitationsverbrauch mit Leiben ist schon echt heftig. Also klar, weil wir das aufgebessert haben, aber ist alles okay? Ja, ich lebe noch, mein Kopf tut weh, aber ich glaube, es ist nur eine leichte Gehirnerschütterung. Der Motor wurde beim Absturz beschädigt, der verliert Treibstoff. Das Zeug reagiert auf Gravitationsveränderung, also ändere nicht die Schwerkraft. Du würdest deine Kettenreaktion auslösen. Eine Kettenreaktion? Aber was soll ich tun, wenn ich die Schwerkraft nicht verändern darf? Lass mich das Leck reparieren. Wenn das erledigt ist, kann ich daran arbeiten, diesen Vogel wieder in die Luft zu bringen. In Ordnung, also beeil dich lieber. Das war ja klar. Navy! Ah, der perfekte Zeitpunkt. Der austretende Treibstoff muss die Navy anlocken. Seekarte hat die Navy vom Schiff fertig. Ich versuche, das Leck zu stopfen. Aber wie soll ich gegen sie kämpfen, ohne die Schwerkraft zu verändern? Ich tue mein Bestes, um die Zeit zu verschaffen, aber beeil dich. Aus dem Angst, wenn du die Schwerkraft löst, wenn du eine Explosion töten könnte. Setzt dein gerade so. Okay, ich wollte gerade eigentlich das mit Gleiten dann machen, aber das ist ja theoretisch auch. Also, wir verändern. Ja, wobei, es zählt wahrscheinlich auch. Komm, einfach hier. Aufs Maul. Mit den Füßen. So. Ganz schön widerstandsfähig, der kleine Typ hier. Sind ja nur kleine Navy, also. Alles cool. Ob unsere Spezialangriffe auch was damit zu tun haben? Oh, hi. Ja, das ist egal. Mach nicht so einen Aufstand, Cat. Die kriegen wir auch schon so down. Mein Gesicht juckt schon wieder. Mensch, was ist denn los hier? Es würde sich so. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn, als würde sich ein ganz kleines Insekt oder so auf euer Gesicht setzen? So fühlt es sich an. Ah. Jetzt steht der Typ hier im Weg. Ich kotze. Kann ich den eigentlich auf den Arsch schauen, deswegen. So. Hallo. Danke. Ja. Ja, geht doch. Jetzt renne ich auch wieder. Na? Gut, ich werde automatisch wieder hochgesetzt. Ich wollte gerade sagen. Ja, jetzt sind ja noch die Kleinen hier übrig. Jetzt habe ich ihn in der Combo drin. Schnieke, fehlt nur noch der da hinten. Wahrscheinlich kommen jetzt aber eh nochmal neue. Die sind so süß, die Kleinen hier. Guck mal, zack. Einfach mal kicken. Ich probiere es mal, weil ich glaube, sie hat gerade mir selbst eine Warnung. Okay, ich kann nicht shiften, dachte ich mir schon fast. Moment. Treffe ich beide gleichzeitig? Nee, leider nicht. Ich kann aber mal gucken, ob ich den anderen Angriff hier machen kann. Einfach mal. Nee, geht auch nicht. Okay. Nichts, das irgendwie mit der Schwerkraft zusammenhängt. Alles klar, schon geschnallt. Wollte eigentlich gerade ausweichen. Oh, was war das denn? Was ist das denn? Ich habe einen neuen Move herausgefunden. Wusste ich nicht. Aus dem Ausweichen raus kann man auch einen Kick machen. Ob der stärker ist? Sieht sehr stark aus. Das wusste ich ja gar nicht. Nice. Schön, dass ich auch mal herausfinde. Und wie der stärker ist. Der ist 1000-mal stärker. Ja dann, gut zu wissen, so am Ende des Spiels. Oder ist der stärker? Bin ich so sicher. Ich habe meinen normalen Kick halt nie wirklich hochgelevelt. Seekarte, ich habe das Leck geflickt. Ich weiß nicht, wie lange das ohne Schwerkraftveränderung noch gut gegangen wäre. Danke für deine Hilfe. Sobald der Rest repariert habe, können wir zur Flotte zurückkehren. Wir können die Mission immer noch unterstützen. Moment mal, zurückkehren? Aber Yuri hätte dich jetzt sterben lassen. Wie kannst du darüber nachdenken, zurückzukehren? Der Commander hatte seine Gründe. Jedes Mitglied der Quallen, das der Einheit würdig ist, würde mit Freuden sein Leben für ihn geben. War so klar, dass das jetzt kommen würde. Ah. Piep. Oh, da kommt eine Meldung über Funk. Nee, beim Kriegsschiff gesichtet. Sie verhalten sich unnormal. Macht einen Sammler fertig. Der Sammler reagiert nicht und entzieht dem Primärsystem Energie. Die Maschinen versagen. Was?
Wow, das sind ein paar. Feuer an der äußeren Hülle. Ich wiederhole, Feuer an der äußeren Hülle. Ich kümmere mich um die Brände. Moment, ich empfange Berichte, dass die Nevi in der Stadt aufgetaucht sind. Es gibt einen massiven Ausbruch in Plongeon. Sie haben Hilfe angefordert. Seewespe, die Zivilisten haben Vorrang. Beschütze Plongeon. Aber Commander... Seewespe, das ist ein Befehl. Die Mission wurde geändert. Der Sammel funktioniert nicht. Unsere wichtigste Aufgabe ist es jetzt, die Menschen zu schützen. Geh nach Plongeon. Ja, Sir, bin auf dem Weg nach Plongeon. Das klingt nicht gut. Brände, die auf dem Kriegsschiff ausbrechen und Nevi überall in Plongeon? Seekatsu, du musst das Kriegsschiff retten. Seewespe kann sich um Plongeon kümmern. Ich bleib hier und tue, was ich kann, um dieses Schiff wieder in die Luft zu kriegen. Kehre zum Kriegsschiff zurück. Das machen wir, Leute. Aber erst beim nächsten Mal, denn das war's erst für heute mit Gravity Rush. Mal gucken, wie viel Ärger wir bekommen werden. Die Conclusion wird eh sein, Cat, du bist absolut untauglich. Aber die Rüstung darfst du behalten. Leute, bis dahin. Ciao, ciao.